Irgendwas stimmt mit meinem Motorrad nicht. Hack. Hack. Okay, es ist Samstag früh morgens. Ich hatte eine anstrengende Woche. Das, was mir am meisten hilft, um von der anstrengenden Woche wieder zurück runterzukommen, ist eine Runde Motorrad zu fahren. Und ich fahre heute mit meiner KLR, mit meinem Adventure Bike. Und hier in der Nähe ist eine Straße, die geht so ein bisschen durch den Wald. Und da fahre ich hier. Was ist denn hier mit der Kamera? Da fahre ich jetzt los. Da gibt es ein paar Wasser-Crossings. Und ja, freue ich mich drauf. Wir sind jetzt auf der Schotterstraße wahrscheinlich. Guckt euch das an. Guckt euch das an. Ich hoffe, man sieht es hier auf der GoPro. Oder da hinten die Berge. Ja, wunderbar alles. Ja, hallo. Und wie gesagt, wir sind ungefähr vielleicht eine halbe Stunde oder so von Brisbane entfernt. 10 Minuten von mir, wo ich wohne, oder ein bisschen außerhalb von Brisbane. Und ja, schaut euch die Landschaft an. Ich wollte gerade sagen, keine Menschenseele hier, und dann kommt da ein Auto. Aber ich scheine hier zu wohnen. Ist alles so Farmbereich. Wenn es nicht wirklich bewirtschaftet hier ist. Jetzt gucke ich noch einmal schnell ums Motorrad rum. Sicherstellen, dass alles okay ist, kein Öl rauskommt oder keine Kühlflüssigkeit wie das letzte Mal. Ich habe keinen Bock drauf. Ja, sieht alles gut aus. Ich habe mir so eine, ich sag mal, Nebelscheinwerfer oder Zusatzscheinwerfer gekauft. Eigentlich waren die gedacht als sagt man auf Deutschland, auf Deutsch, Englisch sagt man Low Beam oder Daylight Riding Lights, also irgendwas, was immer Lichter, die immer an sein können. Aber ich habe mir die falschen bestellt, und das sind diese High Beams, im Prinzip so, ja, Scheinwerfer. Ich stehe jetzt gerade so davor, meine Fresse. Ich habe es ein bisschen abgeknickt. Aber ich lasse trotzdem an, obwohl es wahrscheinlich den Gegenverkehr ein bisschen stört. Aber der Vorteil ist, dass ich halt wirklich gesehen werde. Das ist immer so als Motorradfahrer so ein Ding ist. Los geht's! Come on! Oh, okay. Hat
Vorteile, wenn man weiß, wie man mit Motorrad fahren muss. Was ist mit meinem Motorrad nicht? Ich hoffe, dass ich nur auf Reserve bin. Hätte mal tanken sollen. Eigene Düsselheit. Die nächste Tankstelle ist wahrscheinlich so 20, 30 Kilometer. Oh. Irgendwas ist immer. Irgendwas ist immer. Immer ist die Karte mit dem Motorrad. Ob es durchhält. Was ich mal machen werde, ist, das Motorrad hat, oder der Tank hat so zwei Seiten im Prinzip, wenn er so rechts und links weggeht. Das ist ein Tank, aber der hat rechts und links so zwei Flanken. Und der Benzinhahn ist auf der linken Seite. Und dann ist noch Benzin an der rechten Seite, aber das saugt er nicht mehr ein. Jetzt werde ich so ein bisschen so zur Seite legen. Mal woanders, wahrscheinlich fahre ich da hoch. Auf der anderen Seite von der Wasserdurchfahrt hier. So eine Wasserdurchfahrt. Ja, meine Überquerung, um ehrlich zu sein. Ist kein Wasser. Kein Wasser mal über der Straße. Da oben ist vielleicht ein bisschen mehr Platz. Und dann müssen wir mal ein bisschen hin und her wackeln. Ah, auf geht's! Ob er das jetzt hilft. Jetzt müsste theoretisch das Benzin von der Seite so mehr in die Seite reingelaufen sein. Und der Benzinhahn, der ist hier. Und jetzt sollte hier ein bisschen mehr Benzin sein. Soweit die Theorie. Ja, selten dämlich von mir. Jetzt wird's warm. Benzin schon wieder leer. Motor aus. Ist auf jeden Fall noch Benzin im Tank. Fucking hell. Auf jeden Fall leer.
Spiel können wir jetzt noch eine Weile spielen. Hat 1,5 Kilometer gefahren, schon wieder leer. Ja. Noch 2 Kilometer. Noch 2 Kilometer. Oder Meter noch. Fucking hell. 800 Meter. Verfickte 800 Meter.